Ich bin Johanna Boch. Ich bin 9. Generation der Familie Boch, von Villeron Boch. Ich lebe in London mit meiner Familie. Ursprünglich komme ich aus Britten in der Nähe von Mettlach. Villeron Boch hat mich total beeinflusst, designmäßig. Meine Lieblingszeiten von Villeron Boch, von den Designs, sind eigentlich Art Nouveau, also Jugendstil. Und dann so die 50er, 60er Jahre. Und da, finde ich, war Villeron Boch stilprägend. Und das hat mich immer beeinflusst. Ich habe viele, aber meine Lieblingskollektion von Villeron Boch ist was aus den 50ern. Die heißt Diamant. Das sind so zwei starke Farben, die gegenübergestellt werden. Und davon habe ich das Teeservice und die liebe ich. Für mich ist es wichtig bei Design oder in meinem eigenen Zuhause, dass ich so eine Kombination aus alten und neuen Sachen habe und dass die Muster irgendwie zusammenpassen, aber sich irgendwie auch widersprechen. Darin entsteht so eine Spannung, finde ich, in den Gegensätzen. Und es bleibt irgendwie relevant und hat gleichzeitig viel Seele. Mein Lieblingsort in meinem Zuhause ist eigentlich der zentralste Platz im ganzen Haus, aber nur, wenn niemand da ist. Und dann lege ich mich dahin und lese und höre Musik. Und es ist das Sofa, das in der Küche steht. Und das ist überhaupt mein größter Luxus, ein Sofa, das in der Küche steht. Das Inspirierende an der Portobello Road ist, dass es so eine Vielfältigkeit hat, nämlich Diversity. Da gibt es einfach so viele Menschen aus verschiedenen Kulturen. Die Mischung auch aus den Häusern überhaupt in Notting Hill, wo diese ganzen weißen, aber auch bunten Häuser sind. Und ich liebe, dass es in London diese englische Eleganz ist mit dem Flair von so vielen verschiedenen Kulturen. Und die Portobello Road ist der Inbegriff davon. Und das verkörpert einen ganz speziellen Teil von London, der einen tiefen Platz in meinem Herzen hat. Mein Leben in London ist schon irgendwie Kultur und Kunst, aber hauptsächlich spielt sich mein Leben eigentlich zu Hause ab, weil hier meine Kinder sind und wir sind einfach viel zu Hause und sind einfach zu Hause und das ist mir irgendwie am wichtigsten.